Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal ganz kurz an und ziehen das neue Video von Two Bold Guys rein, die Ehrenbrüder. Let's go. Hier für euch. Heute geben wir euch mal einen Einblick in unser E-Mail-Postfach. Auf unserem Zweitkanal Simplicissimus kriegen wir nämlich die ein oder andere Business-Anfrage. Und ihr könnt es euch vorstellen, die sind natürlich nie dubios, auch nie auf Englisch und auch nie weird formuliert oder so. Bro, ich habe die weirdesten Nachrichten bekommen, no joke. Hello, Mr. Revincent, your toast very nice in community project. We can make offer big money rewarding. Und solche Sachen kriege ich einfach an meine Business-Mail. What the fuck, Mann? So, nein, die meisten wurden extrem gut geschrieben und sind natürlich spezifisch auf uns und unseren Kanal angepasst worden. Our budget is unlimited, alright? Two, four, guts! Oh, yeah. What kind of things they have when I find out they expect me to stop? I'll come for the please that he's back. Kommen wir erstmal zum Culture Stay Weird Drop für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt neue T-Shirts mit zwei unterschiedlichen Fits. Außerdem Lob zwei Sachen. Shorts, ein Buckethead. Hey Jungs, wenn ihr das gerade hier seht, schickt mir mal bitte was zu, ja? Und diese Tasche. Einige Größen sind schon ausverkauft, aber vor allem in L und XL ist noch was verfügbar. Die Sachen wurden wie immer fair in Europa produziert und bestehen größtenteils aus zertifizierter Biobaumwolle. Wir haben extrem viel Zeit und Liebe in diesen Drop gesteckt, Kuss. Deshalb checkt gerne unseren Shop ab unter cultureculture.com. Für weitere Bilder folgt uns auf Instagram unter @cultureculturclo. So, liebe Gang, entschuldigt bitte den Hall hier im Raum. Bin gerade im Südflügel der Sommerresidenz. Die sind so reich, die beiden. Und ihr wisst ja, hohe Decken sind zwar gut fürs Gemüt, aber leider etwas schlecht für die Audio. Naja, wir schauen uns heute mal ein paar legendäre Anfragen an, die wir in den letzten Monaten so bekommen haben. Ganz random rutscht da natürlich mal sowas rein. Da sucht jemand gebrauchte LKW, PKW und Transporter sowie Baumaschinen jeglicher Art, auch mit Motor, Getriebe und Unfallschäden. Aber neben sowas kriegen wir natürlich auch etliche Werbeanfragen. Und wir machen zwar eigentlich Content auf Deutsch, aber trotzdem kommen Unternehmen und Agenturen aus aller Welt auf uns zu. Die Jungs müssten eigentlich ihren Content so hart ins Englische übersetzen, no joke. Hier zum Beispiel eine Mail aus Korea. Achso, ja, ja. Cool. Oder hier eine Mail aus China. Betreff lautet Zusammenarbeit von Unternehmen. Klingt ja erstmal vielversprechend. Absolut. Die Mail ist natürlich auf Deutsch, obwohl 100 Rabatt auf den nächsten gekauft, dass ich weiter wollte, die sie diskutieren möchten, wenn sie da. Das Unternehmen eigentlich chinesisch zu sein scheint. Schauen wir mal rein. Hallo, ich liebe deine Seite. Ja. Ist schon mal ein sehr positiver, schmeichelhafter Einstieg. Gefällt mir bis dahin sehr, sehr gut. Ich liebe deine Seite. Lesen wir mal weiter. Ich wende mich an Anlan, um zu sehen, ob wir möglicherweise an etwas zusammenarbeiten können. Denke ich auch, ja. Das Übersetzen scheint hier ein bisschen schief gegangen zu sein. Ich liebe deine Seite, geht ja gerade noch so in Ordnung. Aber ich wende mich an Anlan, schwierig. Sagen wir es mal so. Wer ist Anlan? Aus irgendeinem Grund ist unten dann nochmal eine englische Übersetzung des Textes und da wird dann deutlich, dass die Anfragerin uns eigentlich im Namen von Anlan anschreiben möchte und klar. Sich nicht an Anlan wenden will. Es geht gar nicht um Anlan. Aber ist ja nicht so schlimm. Man ist zwar nach dem zweiten Satz der Mail so ein bisschen raus, aber man wurde zumindest nicht von Google direkt als gefährlich eingestuft. Bei einigen Mails findet man nämlich diese wunderschöne rote Box über den Mails. Daran steht dann, mit ähnlichen Nachrichten wurde versucht, personenbezogene Daten von Nutzern zu stehlen. Klicken Sie möglichst nicht auf Links, laden Sie keine Anhänge herunter und antworten Sie besser nicht mit personenbezogenen Daten. Alright. Okay, perfekt. Das mache ich alles. Diese Nachricht mit schöner roter Warnung kommt zum Beispiel angeblich von Shazam, beziehungsweise dem Team, dem die Shazam-App gehört. Und die Mailadresse ist natürlich von einer tschechischen Domain und endet mit CZ. Und das Wichtigste und Einzige, worauf wir immer achten, ist diese Zeile hier. Mit den Worten, our budget is unlimited. Da habe ich sofort Bock drauf. No joke. Scam mir meinen Kanal weg, es geht mir nur ums Geld. Hier ein anderes Beispiel. Wieder mit schöner roter Hello, Box. Wir wissen also, es wird wieder gefährlich. Diesmal mit russischer Domain und es geht um ein Blockchain-Spiel. Infinite das Money Glitch. Geht leider nur bis 10.000 Dollar. Schade. Aber cringe. Dafür gibt es ein paar eingebettete Links und ich würde sagen, da sollte man einfach mal draufklicken, oder? Nein. Wie Leute uns in ihren Mails anschreiben, ist auch immer sehr, sehr positiv und abwechslungsreich. Mal mit Digga, diese Simplicissimus zu How are you? Oder mal mit Have a good day, Simplicissimus 2.
Ja, so heißen die beiden, ja. Ja, also sein Name ist der Simplicissimus 2. Seine Mutter hat ihn so genannt. Unsere E-Mail-Adresse fängt mit Simplicissimus 2 an. Entsprechend hat man sich einfach mal den Blick in die Kanalinfo gespart und schreibt uns einfach mal mit Simplicissimus 2 an. Man kann aber auch einfach ganz casual bleiben und einfach mal schreiben: Greetings, greeting, your channel is rising so fast. We really love what you do. Einfach richtig schön, warm, persönlich, herzlich. Ja, klar, natürlich. Oder einer meiner Favorites: Hello friend, I am a needs for vacuum cleaner brand. Da hat uns einfach mal eine personifizierte Staubsaugermarke angeschrieben. Alter. Immer wenn ich an Staubsauger denke, ich weiß nicht wieso, Decker, ich kriege jedes Mal in meinen Kopf. Da war dieser Typ auf Twitter, Peter Staubsaugerfick hieß der. Und der hat immer so Staubsauger gebumst. Decker, und jedes Mal, wenn ich das Wort Staubsauger höre, denke ich an diesen Typen, der so Staubsauger fickt. Ich weiß nicht wieso, Bro, der war immer in meiner Timeline, aber ich habe den nicht gefolgt. Aber irgendein kranker Schwanz hat es immer retweetet, wie der seinen Dödel in so einen Staubsauger reinhält, Bro. Und ich krieg das nicht aus meinem Kopf raus, Bro. Das Video habe ich auch gesehen, schreibt Merlin. Bro, das waren hunderte Videos. Es gab so viele davon, Mann. Es gab so viele Videos, wie dieser Typ seinen Dödel einfach in den Staubsauger reinhält und dabei so rumschreit. Weil das muss ja übertrieben wehtun. Ich kenne das leider. Mann, Alter. So, ist ja fein, Bro, wenn du das machst, aber du musst doch nicht auf Twitter posten, dass das Kinder sehen können oder ich, Mann. Kein Plan. Finde ich wundervoll. Einige kommen aber auch direkt zum Punkt, zum Beispiel dieser hier. Hello YouTuber, how are you? We have a proposal to you. Listen. Da weiß man direkt nach... Hör mir zu. Nach der ersten Zeile schon, wer hier die Hosen anhat in dieser Verhandlung. Es war Twitter. Wir haben ein Angebot für uns und wir müssen einfach nur zuhören. Hör zu! Das ist auch ein sehr, sehr guten Ansatz. Aber, liebe Gang, es gibt natürlich noch deutlich bessere Anfragen. Ja. Einige erinnern sich vielleicht noch an Gookie. Gookie hat erneut bei uns angefragt mit einer glorreichen E-Mail. Das könnte eventuell ein Troll sein, aber wenn es einer ist, dann hat er den damaligen Anfrager schon sehr, sehr gut imitiert. Die Mail hat uns am 15. Mai erreicht und ist reine Poesie. Good day, Simplicissimus. Damit geht es los und man kriegt direkt absolute Gänsehaut. Ja. Er hofft, dass wir uns noch an ihn erinnern. Und außerdem hat er some better offer for you. Also er hat ein besseres Angebot für uns. Okay, okay. Er lebt immer noch in Indien und macht immer noch Gookie better than original. Okay. Und weil es vorher so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten von seiner Seite aus gab, entschuldigt er sich und macht uns jetzt ein brand new offer für seine Gookie Caps. You make 2 videos about our Gookies and say they are better than original and they are family friendly. Ja, das stimmt. Also seine Gookies sind auf jeden Fall family friendly, das passt schon. And I sent you 4 Gookies and 7000 Indian money. Wie viel sind 7000 Indian money? Wie viel ist das? Mal wieder glorreich formuliert. Er endet dann mit I think you make God busy, niece. Please answer me. Please write back T. P.S. I got 1000 Gookies. I hope you like Gookie. 25 Euro. Okay, 80 Euro, ja, Dicker, das lohnt sich nicht. Ausrufezeichen. Das war mal wieder eine nahezu perfekte Anfrage von unserem Mann aus Indien. Die ganzen Rechtschreibfehler, die deuten so ein bisschen darauf hin, wie busy, wie gestresst er als Cookie Update, Bro. Businessman ist. Er schreibt die E-Mails halt einfach nur ganz, ganz casual nebenbei. Mm. Es gab auch noch ein weiteres Follow-up. In der Nachricht hat er geschrieben, please accept the deal. I don't know what I do with all the Gookie. Der Typ hat für 60 Milliarden Indian Money hat der Gookie gekauft. Und weiß nicht, was er damit machen soll. Und weil wir über die Zeit einfach große Fans von Gookie geworden sind, kommen wir kurz zum zweiten Sponsor dieses Videos. Nein, und das ist zum ersten Mal Gookie. Made in India. Nein. Aber neben Gookie gibt es natürlich auch viele echte, große Brands, die uns kontaktieren. Die Mails wirken wie alle anderen in diesem Video sehr, sehr real. Nicht fake, nicht dubios und auch keine Phishing-Mails oder so. Ein Traum. ASOS will zum Beispiel auch immer, dass wir für Produkte von ihnen werben. Ja, klar. Meistens dann, wie immer,
mit schönen, authentischen tschechischen Domains etlichen weiteren Leuten im CC. Ja. Mal schreiben uns aber auch die anscheinend tschechischen Ableger von Levi's oder MyProtein an. Und ein Unternehmen schreibt uns wahrscheinlich so häufig wie kein anderes. Und das ist natürlich niemand Geringeres als das Modeunternehmen Zara. Beziehungsweise ganz, ganz streng genommen sind es wahrscheinlich eher die sehr offiziellen polnischen und tschechischen Ableger des Unternehmens. Genau, das stimmt. Das ist alles real und vertrauenswürdig. Und diese gar nicht dubiosen Vertreter sind auch ziemlich beständig. In den letzten 4 Monaten haben wir insgesamt 10 Anfragen von denen bekommen. Stark. Immer mit sehr persönlichen Openern wie Good afternoon, Zara is interested. Okay. In was? So, liebe Gang, das war's mit unserem kleinen Was für Einblick way to dank, was war jetzt schon wieder? Hallo! Natürlich kriegen wir auch richtig viele nice Mails von Zuschauern und natürlich auch die ein oder andere seriöse, sinnvolle Kooperationsanfrage. Das hier war nur eine kleine Auswahl mit dem witzigen Stuff. Ansonsten checkt gerne unseren neuen Culture Culture Drop ab. Ey, wenn ihr mit Culture Culture so eine Anfrage schreibt. Wenn ihr mir mit Culture Culture auch so eine Anfrage schickt, dann würde ich da auch tatsächlich ein Placement für machen. Das ist auf jeden Fall.